Ah. So geht das, okay. Konnte ich Ihnen trauen? Ihre Leute haben mir Schutz garantiert. Sir, wir holen Sie da raus, wenn Sie tun, was wir Ihnen sagen. Dann schnell! Hier ist fucking... Mist! Weiß! Weiß! Los, Ghost, wir müssen weiter. Bin da. Ich habe hier zwei Schützen. Drüben bei den Trümmern. Sensoren raus. Sensoren. Noch mehr, sind drei. Direkt da am Frachtcontainer. Zieh um. Da ist noch einer. Die hören uns. Ja, Leute, wenn ihr auch mal nicht mit abballert, ne? Ich töte da zwei, drei Leute und die, oh ja, lass den mal machen. Der packt das schon. Kein Ding. Er ist gut. Ja. Schützen, wird Sensoren raus. Sensor aktiv. Erkenne noch zwei. Drüben bei dem Schutthaufen. Kontakt, leichte Art. Auf 12. Ja, und jetzt? Löst keinen Alarm aus, aber sie töten den VIP. Fickt euch doch einfach nur. Was soll ich denn machen, Alter, wenn die nur da dumm rumstehen und nichts machen? Das ist natürlich sehr praktisch. Hört auf zu pfeifen, ey. Die spielen das heute Abend gegen Brasilien. Schauen wir mal, wer gewinnt. Ja. Hier sind noch zwei. Bei den Trümmern. Die entdecken dich gleich. Löst keinen Alarm aus, oder sie töten den VIP. Wir müssen vielleicht ein bisschen geschickter. Kontakt, nur ein paar. Auf 12 Uhr. Ab ihn. Jetzt sind sie aufgescheucht. Wenn sie uns sehen, ist er so gut wie tot. Ja, weißt du, dann will ich jetzt mal ein bisschen intelligenter die Leute ausschalten, ist auch falsch. Dann sag mir, was ich machen soll. Es ist keiner, ich übernehme den. Soll ich alle machen oder was? Voll die Katze fängt gleich an zu miauen, weil er auf mich zukommt. Ja, fucking Sensoren raus, wusch. Reicht doch. Sehe noch zwei. Rechts. Bei. Löst keinen Alarm aus, oder sie töten den VIP. Da ist noch einer. Oben in dem Turm. Feindkontakt, nur leicht. Auf 6 Uhr. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Oh Leute, was soll ich denn machen? Die machen doch nichts. Was soll ich denn die ganze Zeit? Ich kann nicht mehr so ballern. 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 Jetzt mal ohne Witz. Die machen ja nichts. Knallt's einen ab und dann gucken die blöd. Dann willst du mal ein bisschen intelligenter ballern, damit du halt, ja, nur die abknallst, die eigentlich niemanden sehen. Sehe noch zwei. Beim Schutt. Löst keinen Alarm aus, oder sie töten den VIP. So, hier eine. Bin unterwegs.
Hier, ne? Ich sehe noch einen. Oben in dem Turm. Muss ich irgendwie markieren? Kontakt, leicht Art. Schaut nach rechts. Fick dich, du Hurenspacken jetzt! Es geht mir jetzt schon auf den Sack, das ist das erste Level und ich weiß jetzt schon nie, was ich machen soll. Ist ein Esel gefahren oder was, ey? Scheiße da. Ja, das ist das erste Level und ich habe jetzt schon die Faxen dicker. Woohoo! Sieht nach drei Schätzen. Sensoren raus. Ich sehe noch zwei. Das löst keinen Alarm aus, aber sie töten den VIP. Beweg mich. Noch ein Gegner. Da, linke Seite. Oben im Turm. Okay. Klettern, 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 Deckung. Die sehen dich gleich, Achtung. Alter, was war das denn für ein Scheißknopf jetzt? Das hab ich gemacht. Und der schmeißt eine Granate. Ja, warum auch nicht? Oh yeah. Gib mir den Groove, Baby. Ahaha. Würde sagen, Sensoren raus. Sensor aktiv. Sensor aktiv. Bin gleich da. Erkenne noch zwei. Auftrag löst keinen Alarm aus, aber sie töten den VIP. Ja, willst du mir das noch sagen? Da ist noch einer. Rechts von uns. Im Turm. So, hoch mit dir jetzt, Schlampe. Kontakt, vielleicht ein Team. Auf 3 Uhr. Ja, der war mal. Okay, jetzt habe ich, glaube ich. So, machen wir mal hier, ne? Unterwegs. Oh, nicht ein einziger darf uns erwischen, ey. Und was, ey, wer, ich bin der Arsch, der den dann töten muss. Und vor allem, weil er mir direkt ins Gesicht glotzt, ey. Das ist doch wieder, ach, keine Ahnung, Leute. Ja, ich kann auch nichts anderes als auf den Topf schlagen jetzt, ey. Oh ja, Topf schlagen, Chico, das machst du total gerne, wa? Ich zähle drei Sensoren raus. Damit meine ich meinen Kater, nicht euch. Ich wechsle. Ich erkenne noch. Löst keinen Alarm aus, aber sie töten den VIP. Setze Sensor ein. Ich sehe ja. Noch einen. Ja, ja, da bin ich jetzt dran. Mit dem Turm. Alter Schwede. Los, komm, hoch mit dir. Leichter Kontakt. Rechts. So, ich darf hier keinen einzigen töten. Wen soll ich, wie soll ich den da plätten? Macht denn einer von denen fertig oder?
ist aktiv. Unterwegs. Wie kann ich jetzt befehlen, dass er den Platz machen soll? Gegner erledigt. Verstanden. Sissi, ich muss schon wieder alles alleine machen, wie mich das so dir beankommt bei den scheiß Shootern. Dass du echt jeden Scheiß alleine machen musst. Das heißt, ich muss den oben im Turm töten. Muss wieder zurückrennen, diesen blöden, behinderten Dreckswichser töten, weil die es nicht geschissen kriegen. Muss dann wieder da langlaufen und den zu hauen. Ich erkenne drei Sensoren raus. Mann! So was hasse ich, wenn einfach alles wieder so ist, dass ich alles machen muss. Auf 3 Uhr. Anstatt mal ein intelligentes Drecksteam reinzuknallen. Nö! Pass auf, sie sind zu dir. Kontakt, nur wenige. Genau vor uns. Wenn sie uns sehen, ist er so gut wie tot. Jetzt muss ich wieder runterrennen. Schön, das macht Spaß. Dann mach was, du böse Arschloch! In Bewegung. Hör auf, hier von hier nach da hinten zurück und wieder zurück zu rennen! Geh nach fucking vorne und tut den Arsch! Alter. Die sehen dich sonst. Der war mal. Gleich sehen die dich. Lead in Bewegung. Ich lade nach. Wenn die was merken, bringen sie Paes um, also bleibt unsichtbar. Boah, ihr seid so unsichtbar. Super, man kann nicht über die Deckung springen. Bestätige, er ist da drin. Wie viele? 4 und der VIP. Aufstellen. Wir gehen rein. Check die Ziele. Muss in einen bestimmten Punkt rennen. Wir haben das Paket. Verstanden, Hunter. Twisting ist beschädigt. Er fliegt, aber wir können den Vogel nicht erneut riskieren. Die neue LZ ist zu heiß. Zeit für den Notfallplan. Planänderung. Es geht wieder bergab. Los, los! Ich kann gut selbst laufen. Hier bleiben. Geben Sie mir eine Waffe zum Kämpfen! Wir wollen kein Risiko eingehen, Sir. Aufstellung um den VIP. Diamantformation. Okay, vorwärts. Schieß weiter, wir haben's gleich. Los, weiter! Na bitte, ich werde sterben! Was denn? Wir müssen was tun, sonst
den Scheiß. Also, ah, es ist. Es liegt da normal. Es liegt da normal da. Oh, er durchtrainiert er hier. Bewegung, los! Das war an, ey! Ich bin der fucking Typ, der die scheiß Pistole hat! Und ich muss alles wieder machen! Da, so macht man das! Schnauze! Verdammt nochmal. Ja, das mach ich die ganze Zeit. Wow. Das war also das erste Level. Interessant. Weiter. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen abreagiert. Es ist aber auch echt nervtötend. Man muss es einfach mal jetzt sagen. Es ist scheiße nervtötend. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich habe den coolsten Nachrichtenton-Gedönse der Welt. Ohne Witz. Das ist von Wally, das Tada! Ist ein Riesending, mehr sag ich nicht. Aber er hat den 6,7 Liter V8, Mann. Der ist klar die bessere Wahl. Daddy, du bist auf einer Basis, nicht in der Ranch. Das sollte gehen. Hier brauchst du so ein Ding nicht. Ich sag ja nur, der wäre die bessere Wahl. Probier's mal. What the fuck? Wir müssen dringend aufbrechen. Wie lange braucht ihr, Team? Vorlauf? Circa 30 Sekunden. Oh Gott, es gibt einen GEMA-Sperren. Wir haben grünes Licht, Leute. Kacken wir zusammen. 30, weg damit. Pepper. Kozak. Das funktioniert also endlich? Nicht schlecht. Naja, das Gerät läuft, solange du nicht zu viel Tempo machst. Was steht an? Warlord steckt in einem Flüchtlingslager. Er hat den gleichen Lieferanten wie unsere Freunde in Südamerika. Infos auf dem MRT. Dieser Paez, den sie geholt haben, hat etwa 100 Namen ausgespuckt. Die meisten sind kleinere bis mittlere Fische in Südamerika. Aber es gibt eine ungewöhnliche Verbindung. Na klar. Gentlemen, es geht nach Afrika. Paez Zeug war nur ein Teil einer großen Lieferung. Der Rest ging nach Sambia zu einem Mann namens Dede Makaba. Makaba ist ein angolanischer Warlord und Kriegsverbrecher. Er ist nach Sambia geflohen und treibt seine Geschäfte jetzt mitten im Flüchtlingslager. Er erwartete eine neue Lieferung. Makaba ist nur ein kleiner Fisch. Ihr Ziel ist es, den Ursprung der Ladung ausfindig zu machen. Unser Zeitfenster ist klein. Sie arbeiten also am Tag. Ein lokaler Kontakt bringt sie ins Lager. Suchen Sie Makaba. Finden Sie die Lieferung. Okay, und er ist ein fucking Warlord und ist nur ein kleiner Fisch. Mhm.
Okay, aber ich würde sagen, hiermit beenden wir die erste Aufnahmesession von Ghost Recon und so. Bleibt mir fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir hoffentlich uns irgendwann mal online. Tschüssi.